Was mir geschehen ist, ist ja nur ein einzelner Fall und als solcher nicht sehr wichtig. Aber es ist das Zeichen eines Verfahrens, wie es gegen viele geführt wird. Für die stehe ich hier ein. Nicht für mich. Sie sind Ableger. Ich will nicht Rednererfolg. Was ich will, ist die öffentliche Besprechung eines öffentlichen Missstandes. Hören Sie. Ich wurde vor etwa 10 Tagen in meiner Wohnung verhaftet. Das Nebenzimmer war von 2 groben Wächtern besetzt. Diese Wächter wollten sich bestechen lassen. Sehr genau. Sie wollten mir unter Vorspiegelung Wäsche und Kleider sowie Geld herauslocken. Es war nicht leicht, ruhig zu bleiben, aber es gelang mir. Und ich fragte den Aufseher, vollständig ruhig, warum ich verhaftet sei. Was antwortete nun dieser Aufseher, meine Herren? Meine Herren, dieser Aufseher antwortete im Grunde nichts. Er hatte mich verhaftet und war damit zufrieden. Er hatte sogar in mein Zimmer 2 niedrige Angestellte meiner Bank mitgebracht. Diese sollten, ebenso wie meine Vermieterin, die Nachricht von meiner Verhaftung verbreiten, mein öffentliches Ansehen schädigen und insbesondere in der Bank meine Stellung erschüttern. Abteilung Information, Achtung! Wo bleiben die Berichte aus Zone 2 und Zone 7? Es besteht kein Zweifel, meine Herren, dass hinter allen Äußerungen dieses Gerichts eine große Organisation sich befindet. Der Sinn dieser Organisation besteht darin, dass unschuldige Leute verhaftet werden und gegen sie ein sinnloses und wie in meinem Fall ergebnisloses Verfahren geführt wird. Die Anklage schwebt immer noch weiterhin. Ihr seid ja die korrupte Bande, gegen die ich sprach! Tanzt ruhig weiter, ihr Schweine! Ich schenke euch alle Verhöre!